mein Name ist Nicola Lange. Und ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt Schauspielerin. Ich glaube, das ist das Beste so für mich. Ich habe auch schon was investiert. Hier, gucken Sie mal. Da, zum Kleid mit so einem schwarzen Rand. Da kann man nämlich das Mikrofon dran machen, ohne dass es immer so komisch aussieht und so auffällt. Mhm. Denn so bisher, naja, als ich nach dem Hauptschulabschluss bei Schlachter Warnecke anfing, das war ja ganz nett, solange der alte Warnecke noch im Laden war. Er war ja auch so eher so ein gemütlicher Typ, bin ich ja meistens auch. Aber als dann der Junge rankam und schneller und mehr konnten und wenn die 100 Gramm Leberwurst sagen, ich 250 draufpacken, oh Gott. Unerträglich, sag ich Ihnen, unerträglich. Na, da habe ich jedenfalls gewechselt, da war ich dann erstmal in so einem Supermarkt, aber nee, das ist nun nichts für mich, diese Massenabfertigung da an der Kasse, einer nach dem anderen. Und ja, da war ich im Gartenbau, aber im Winter ist das ja nun mal nichts für mich und in der heißen Sonne, da sitzt man ja auch lieber, als da jetzt zu arbeiten. Und ein paar Tage gibt's, da war das nun ganz nett, aber nee, so insgesamt war das alles nicht so das Richtige, was ich bisher so gemacht habe. Und da habe ich gedacht, was auch die Kunden beim alten Warnecke doch immer so schön fanden, das war, wenn ich ihnen so ein bisschen was vorgesnackt oder ein kleines Lied gesungen habe oder so ein bisschen Kabarett gemacht habe, das kann ich nämlich echt gut. Ja, wirklich. Auch wenn sie mir das jetzt vielleicht nicht glauben. Und deswegen, ich werde jetzt Schauspielerin. Das Kleid habe ich schon. Nun geht das los. Jetzt suche ich mir einen Agenten und der soll dafür sorgen, dass das mit meiner Karriere so richtig durchstarten tut. Und dann werde ich starr und kann ins Dschungelcamp einziehen. Denn so, da im Regenwald, da war ich noch nie, da wollte ich immer schon mal hin. Noch haben Sie übrigens die Möglichkeit, sich mit mir auf Facebook anzufreunden. Wenn ich dann erstmal starr bin, wäre das schwieriger, dann können Sie nur noch Fan werden. Und falls ich jetzt irgendeinen Laden genannt haben sollte, den es nun tatsächlich gibt, dann ist das reiner Zufall gewesen. Ich habe es nicht überprüft. Herzlich, Nicola Lange.